Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen Film aus dem Jahr 1989 mitgebracht, auf den ich quasi seit Teenager-Zeiten scharf bin, und zwar ist das Edge of Sanity. Darin spielt Anthony Perkins Dr. Jekyll und Mr. Hyde, und es wird auch noch eine Jack the Ripper-Thematik mit reingebastelt. Also alles, was ich liebe sozusagen. Ja, einmal Psycho, Norman Bates, und dann haben wir Jack the Ripper und Jekyll und Hyde. Besser geht's gar nicht. Ich habe diesen Film noch nie gesehen, aber das können wir jetzt ändern, und deswegen packe ich den jetzt erstmal aus, damit ich ihn gucken kann, und dann sage ich euch anschließend, wie mir der Film gefallen hat. So, und jetzt packen wir das Teil erstmal aus. Ich habe hier leider schon das Messer eben angesetzt, aber ihr seht es, rauskriegt man den noch nicht, aber ich wollte ja mit euch zusammen das Teil aufmachen, sonst wäre es ja kein Unboxing. Gut, dann hätte ich euch halt so ein Video gezeigt, wie das Ganze aussieht, das wäre auch möglich gewesen, aber manche Leute mögen ja das Aufschneiden der Folie und... Ja, gibt Freaks, die stehen da drauf. Hey, Freak, nicht bös gemeint. Ja, wir reden hier gerade von Norman Bates, Jack the Ripper, Freak. Ja, das ist positiv gemeint. Wir sind alle Freaks, ja, sonst würden wir uns ja nicht. Das ist auch egal. So, wir haben hier die Vorlagekarte. Da sehen wir, es ist die 2 Disc Limited Collectors Edition Nummer 43. Mittlerweile sind wir schon bei 70, wenn ich mich nicht irre, oder schon weiter. Das heißt, ja, es ist in der Zwischenzeit einiges rausgekommen. Und wenn wir uns ansehen, wie Anthony Perkins hier guckt, ja, ich meine, er ist schon sehr stark von seinen Krankheiten gezeichnet. Und aber trotzdem, ich denke, das ist genau das, was der Film auch braucht. So einen kaputten, runtergewirtschafteten und leider auch todkranken Menschen. Also das heißt, es ist eigentlich ideal, ja, so wie er war für die Rolle. So traurig es auch ist, ich höre auf zu quatschen, ihr wisst, was ich meine. Ja, so schlimm er auch aussieht, es passt zur Rolle. So, auf der Rückseite haben wir hier noch HD Weltpremiere ab Sommer, Reform School for Girls. Ja, den gibt's jetzt auch schon seit einiger Zeit. Fucking Roll. ja, toll, was es nicht alles gibt. Ja, aber wenn es was Tolles gibt, dann bringt Wicked Vision das auch raus. Und wenn sie es rausbringen, dann in bestmöglicher Qualität. Wissen wir schon, brauche ich jetzt nicht nochmal zu erwähnen. So, das ist noch ein älteres Mediabook, wo Wicked Vision noch Hochglanzcover hatte. Mittlerweile sind die ja alle matt. Ich persönlich mag es matt auch lieber, ist aber Geschmackssache. So, und dann haben wir hier vorne nochmal Anthony Perkins drauf, also es ist das gleiche Artwork wie hier, aber halt ja, ohne diese ganzen Aufdrucke hier, ohne die Werbung und ohne ab 18 und hier Wicked Vision und tralala, Blu-ray, DVD, sondern einfach nur das Artwork. Auf dem Spine haben wir ebenfalls draufstehen, Edge of Sanity, hier oben das Glotzauge von Wicked Vision, das meiner Meinung nach schönste Label-Logo, das es gibt, aber auch das Geschmackssache. Unten Blu-ray und MGM. Auf der Rückseite haben wir eine Inhaltsangabe und noch ein paar Bilder. Ach, ich hoffe, er sieht schrecklich aus, oder? Er sieht wirklich schlimm aus. Ich hoffe es, ich weiß ja, dass es ihm nicht gut ging, aber naja. Dann haben wir hier unten noch ein paar Bilder aus dem Film. Hier haben wir die Credits, dann die Produktspezifikation der Blu-ray und der DVD. Dann hier unten noch das Bonusmaterial aufgeführt und hier, last but not least, nochmal Cover B limitiert auf 333 Stück. Und wenn das ja Cover B ist, gibt es natürlich noch Cover Variante A. Gefällt mir persönlich nicht so gut, wobei hier schon die Jack the Ripper Thematik so ein bisschen durchscheint. Ja, also wenn ich das Cover sehe, denke ich direkt an Jack the Ripper. Und dann haben wir noch Cover C, auch nicht schlecht. Da sieht er so ein bisschen aus wie ein etwas älterer Norman Bates. Und wenn ich mich nicht sehr irre, würde ich sagen, das Artwork ist von Timo Würz, aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich hätte auch nachgucken können, aber ja, haha. Ich bin ja kein Profi oder so. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze von innen an. Da haben wir vorne die Blu-ray drin liegen. Die schaut so aus, auch hier. Da wird einem ja schwindelig. Und dann haben wir hinten noch die DVD drin liegen. Die sieht genauso aus, aber halt in Rot. Ja, gut und böse, ne? Jekyll und Hyde. Und dann haben wir noch einen farbigen Innendruck hier oben. Ihr seht das, ja, das ist direkt mit dem Booklet verarbeitet. Hier sind die Klebepunkte. Das heißt, hier oben ist es nicht fixiert, deswegen geht das auch so ein bisschen raus. Hält aber trotzdem,
Ja, auch wenn hier schon ein bisschen was, nee, es ist halt, es hält und Punkt, reden wir gar nicht groß weiter. So, dann haben wir hier nach oben und unten kaum Bewegung, zur Seite natürlich ist ein bisschen Bewegung, muss ja auch sein, sonst könnte man es nicht umblättern. Und dann schauen wir uns mal das Booklet an. So, ich muss sagen, hier schaut Anthony Perkins schon wesentlich frischer und gesünder aus als hier. Was dann doch die Vermutung nahelegt, dass hier sehr viel nachgearbeitet wurde, schaut gut aus. Ich habe gedacht, er wäre wirklich, weil er war ja zum Schluss todsterbenskrank. Ja, das ist jetzt falsch rum, ihr seht, ne? Das triggert den Monk. Das triggert den Monk, wenn die Farben vertauscht sind. Ist egal, ich mache das jetzt so. So ein bisschen, ja, so ein bisschen Unruhe reinbringen. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Booklet an. Oh, was haben wir hier? Ja, hat schon ein bisschen länger gelegen. Wie gesagt, das ist ja auch schon von 21. Das heißt, das hat jetzt schon 2 Jahre im Lager von Wicked gelegen oder wo auch immer. Aber ich habe noch eins gekriegt und darum geht's. Das ist das Wichtigste, dass ich den Film jetzt habe. So, das Papier glänzend. Ja, mittlerweile haben die auch hier so mattes Papier, das übrigens qualitativ besser ist, wie ich finde. Es ist dicker. Also das ist natürlich alles Geschmackssache. Aber ich finde die neuen Mediabooks von Wicked Vision, die sind besser als die alten. Die alten sind auch gut, keine Frage, aber ich finde die neuen besser. So, ja, wir blättern jetzt mal schnell durch, damit wir uns da einen Überblick von verschaffen können oder drüber verschaffen können, wie das Ganze von innen aussieht. Weil wir wollen ja zum Film, wir wollen ja den Film sehen. Ja, ihr seid das Unboxing hier gut und schön, aber klar, Film ist wichtiger, ist besser. So, wir sehen auch hier ein gutes Verhältnis von Text zu Bildern. Es sind zwar Bilder drin, selbstverständlich, ja, aber was ich geil finde, das sind hier so Aushangbilder aus dem Kino. Jetzt weiß ich gar nicht von wo. Das ist eine britisch-ungarische Koproduktion. Das scheint mir jetzt aber nicht ungarisch zu sein. Wobei, ja, ich weiß es nicht. Ich spreche ja kein Ungarisch und kann es auch nicht lesen. Auf jeden Fall, ne, wir haben hier ein paar Bilder aus dem Film und halt so Kinoaushangposter, die ich persönlich besser finde als einfach nur ein Screenshot aus dem Film. So, dann haben wir hier hinten noch ein paar, ja, ihr seht das auch hier, die meine ich, das finde ich ganz toll. Solche Aushangfotos finde ich wesentlich wertvoller. So, und hier auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Hier steht es also ganz klipp und klar, da wird kein Groß bei Hyde rumgemacht, da hieß der Dr. Jekyll und Mr. Hyde und nicht Edge of Sanity. Wobei, ja, ne, da muss man immer raten, was ist es denn jetzt? Ja, und hier sieht man es klipp und klar. Wobei hier, der sieht eher aus wie Roy Scheider, oder? Und weniger wie Anthony Perkins. Naja, gut, ist ja egal. Dafür steht es hier oben drauf, wer es ist. So, hier sehen wir, das Booklet wurde von Christoph N. Kellerbach geschrieben und das sagt mir schon aus meiner Erfahrung, ohne es gelesen zu haben, hier haben wir jede Menge Informationen drin. Das Ganze ist super gut zu lesen, weil der hat einen Schreibstil, wo man einfach weiterlesen möchte und wir haben ganz viele Informationen in der Regel. Ich denke, das ist hier auch so. So schaut das Mediabook aus. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt schauen wir uns den Film an.